Hallihallo und herzlich willkommen zu einer kleinen News, und zwar zum Köln-Aachen-Fahrplan-Update. Und zwar das Ganze im Zuge des Season of Reveals 2024, also eine Art Adventskalender von DTG, wo über 3 Wochen hinweg insgesamt 20 Türchen geöffnet werden. Interessanter Adventskalender mit 20 Türchen. Und heute, am 4. Dezember, ist mal das erste Türchen geöffnet worden, das sicherlich für die meisten, die hier zuschauen, von gewisser Relevanz sein wird. Und zwar der Fahrplan-Update für Köln-Aachen, der schon seit längerer Zeit antizipiert wurde und stark Work in Progress war und es sich anscheinend jetzt einem Release immer weiter nähert. Es ist noch nicht ganz klar, wann es veröffentlicht sein wird. Das ist noch noch nicht bekannt, aber ich denke mal, es wird wohl, ich würde behaupten, der ersten Jahreshälfte 2025 sein, aber das ist nur so meine persönliche Einschätzung davon. Wir gucken einfach mal erstmal uns dieses Bild hier an und sehen mal, was hier in Aachen los ist. Wir sehen hier von links nach rechts den ICE3, müsste die 406 sein, die sowieso mitgeliefert wird. Dann haben wir hier die Baureihe 101, die im Fahrplan jetzt auch unterwegs ist. Auch die Expert 101 mit dem Steuerwagen. Dann Baureihe 110 mit N-Wagen dahinter. Was ganz Neues jetzt auf der Strecke. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Wir haben den Talent 2, der hier mitgeliefert wird. Die Baureihe 155 steht hier auch noch rum. Und die Baureihe 146 mit den Dostos ebenfalls im Regionalexpressverkehr hier unterwegs. Wir gucken mal so ein bisschen in den Artikel rein und hier steht, dass der originale Fahrplan 522 Fahrplanfahrten drin hatte und jetzt nach dem Update werden es etwas mehr als 4000. Also es hat sich vervierfacht. Das ist der absolute Wahnsinn. Im Moment nur vervierfacht, nee, verachtfacht. Entschuldigt. Sorry, mein Mathelehrer hatte mir nicht so viel beigebracht. Verachtfacht hat sich das Ganze. Das ist schon verrückt. Das ist tatsächlich die Strecke mit dem highest service count of any TSW route ever. Also das heißt also, es gibt keine Strecke im TSW, wo mehr Fahrplanfahrten drin sind als in Köln-Aachen. Das ist der Wahnsinn. Dann hier weiterer Screenshot ebenfalls mit dabei. Der ICET von Frankfurt-Fulda und der Flixtrain ebenfalls von Frankfurt-Fulda, beziehungsweise eben das Lok-DLC für Frankfurt-Fulda. Sehr, sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr. Hier kann man nicht ganz erkennen, wo der hinfährt, der ICE, ne? Aber ICE 200, was ist das, 29 oder so, steht hier in Köln Hauptbahnhof. Das Ganze wird ein kostenloses Update sein. Das heißt also, es muss niemand irgendwas dafür zahlen. Das ist jetzt auch nicht für die, die jetzt nur das New Journeys-Paket hatten und die bekommen das, sondern alle bekommen das. Also auch die, die nicht das New Journeys-Paket damals gekauft hatten, auch die bekommen diesen kostenlosen Fahrplan dann zur Verfügung gestellt. Und da kann man dann den RE1 fahren, den RE9, S-Bahn, ICEs. Zusätzlich kann man auf dem RE8 fahren und der RB27 in beide Richtungen. Und da dank der Maintalbahn mittlerweile die 642 im Spiel ist, kann man auch die RB20 und die RB38 fahren, genauso wie der neue Intercity, also der Intercity Expert, der ICE1 und Flixtrains zwischen Köln und Aachen. Zusätzlich ist es nun auch möglich, mit der RB20 einen weiteren Ort regelmäßig anzufahren, nämlich Eilendorf. Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, hier nochmal ein weiterer Screenshot, hier mit dem 442 auf dem RE7 und hier links noch der RE9 mit den Dostos nach Siegen und hier dann auch noch ein ICE, also wirklich ein komplett gefüllter Kölner Hauptbahnhof, so wie man es aus der Realität kennt. So viele Züge fehlen ja gar nicht mehr eigentlich, um die Realität ja doch recht nah darzustellen. Klar, sowas wie der IC2 zum Beispiel fehlt selbstverständlich im Fernverkehr, auch im Nahverkehr vielleicht sowas wie die ein oder anderen Regionalbahnfahrzeuge, die dort unterwegs sind, die fehlen natürlich trotzdem, aber jetzt ist trotzdem der Bahnhof, der wird so dermaßen gefüllt sein, da hat man auf jeden Fall genug zu gucken. Wir sehen auch hier, ne? Danach käme hier der ICE, danach käme schon der Intercity nach Westerland auf Sylt. Ne? Also da hat man erstmal genug zu fahren.
Dafür braucht man unter anderem dann, um die ganzen Layer zu aktiviert zu haben, braucht man die Mensch-Bessert-Bahn für die 146 und DOS-DOS. Man kann aber als Substitution kann man aber auch alle anderen 146er dann benutzen. Zum Beispiel die aus Frankfurt-Fulda kann man dann auch nutzen. Aber man braucht die Mensch-Bessert-Bahn. Für die 422 und 425 Fahrplanfahrten braucht man Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Kassel-Würzburg wird benötigt für die 401 und den 403er, also für ja, den Fernverkehr. Maintalbahn für die 642 und die 411er von Frankfurt-Fulda, genauso wie der Flixtrain. Es wird auch die ein oder anderen sehr interessanten Güterzugfahrten geben, wie hier steht. Und zwar ist es nun so, dass es auch immer mal wieder im Güterverkehr so sein wird, dass man auch zur Seite gezogen wird, um entweder Hochgeschwindigkeitszüge durchfahren zu lassen oder auch teilweise andere Güterzüge, die vielleicht schneller unterwegs sind. Und es gibt sogar ein paar Shunting-Services bei Stolberg, ne, also so ein paar Rangierfahrten, die man bei Stolberg machen kann. Bin mir nicht ganz sicher, mit welchem Fahrzeug, aber ja, wird wohl die V60 sein. Genau. Genau. Der Flixtrain. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wie gesagt, wann es steht, ist nicht, wann es veröffentlicht wird, steht hier nicht. Aber ich denke mal, wie gesagt, es wird nicht extremst lange dauern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, das wäre es dann auch schon von dieser kleinen kurzen News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder interessante News gibt. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Macht's gut. Tschüss, tschüss.